Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 120 Sekunden Libra Gaming. Heute beschäftigen wir uns mit dem Uran und ich zeige euch einmal, wie das mit dem Uran funktioniert. Wir sind jetzt hier bei dem verrückten Wissenschaftler und statten uns erstmal aus mit den passenden Klamotten. Das ist einmal die Schutzkleidung sowie einmal der Schutzhelm. Das Ganze habe ich schon an, wie man sieht. Und ja, wir gehen mal in die Uranzone und sammeln das Uran zusammen. So, wie man merkt, bin ich hier in der Uranzone bzw. in der radioaktiven Zone. Hier sammle ich den Uranabfall erstmal ein. Um das Ganze jetzt weiter verarbeiten zu können, muss ich zurück zu dem verrückten Wissenschaftler und mir dort noch ein Item besorgen. Und zwar haben wir die Möglichkeit, das Ganze auf illegalem oder auf legalem Wege zu machen. Nur dieses Item ist illegal. Ja, das Ganze, der ganze Uranweg ist grundsätzlich legal bis zum Endprodukt, nämlich dem angereicherten Uran. Das ist wiederum illegal. Die legale Uranauflösung ist ein bisschen teurer, die illegale günstiger, dafür halt wie gesagt legal oder illegal. Wir nehmen mal jetzt den legalen Weg und haben ja gerade unser Uran gesammelt, dann werden wir es jetzt erstmal reinigen. Reinigen tut das dieser gute Herr hier. Wir befinden uns da hier auf dieser kleinen Landzunge. Anschließend geht es dann weiter zum Auflösen des Urans. Das findet dann hier statt, wo wir dann auch das andere Item noch benötigen. Ganz wichtig ist, jede Uran-Trennung wird einzeln gemacht. Das heißt also, ich muss hier jedes Item einzeln bearbeiten. So verhält es sich im Übrigen auch bei der ganzen Auflösungsgeschichte. Das heißt, dort brauche ich auch für jedes Stück Uran, das ich gesammelt habe, eine Auflösung. Wir gehen jetzt einmal weiter. Nachdem wir das Ganze getrennt haben, müssen wir es nur noch einmal anreichern und dann können wir es auch schon verkaufen. Das Anreichern passiert hier unten. Ja, aktuell reichern wir jetzt das Uran an. Das ist wie gesagt der illegale Schritt, beziehungsweise es wird jetzt zu dem illegalen Item. Nachdem wir das Ganze dann verarbeitet haben, müssen wir noch zurück zu dem verrückten Wissenschaftler und das Ganze verkaufen. Also lasst euch nicht abschrecken, das Ganze bringt sehr viel Geld, auch wenn es relativ lange dauert, kann man dadurch echt ordentlich was machen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald. Das waren wieder 120 Sekunden Libra Gaming.